Dass man vom Spawn locker leicht in den Westturm reinkommt, ist sicherlich allen bekannt, genauso wie von den Spawn in Ostturm. Man kommt aber auch vom Spawn ganz leicht in die Mittelfeste und das zeige ich euch. Einfach vom obersten Punkt hoch springen. Einfach nach vorne gleiten, die ganze Zeit, bis der Balken leer ist. So, wenn es ein bisschen abnimmt, kein Problem. Die Reichweite von Spieler zu Mauer, das ist auf jeden Fall noch sehr groß. Einfach weiterfliegen. Und locker flockig auf die Mauer drauf, ohne abzustürzen. Fertig. Selbst wenn das Gebiet nicht unser ist, ist es ganz leicht, eben rüber zu gleiten und hier auf den Podest sicher zu landen. Wie schnell und einfach das geht, zeige ich euch einfach jetzt. Und zwar, wie ganz normal eben abzuspringen, dann gleitet ihr rüber. Und, keine Sorge, ihr habt noch genügend Zeit. Tada! Ohne abzustürzen seid ihr mitten auf dem Punkt und könnt so die Ruine einnehmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eigentlich in das Lager reinkommt. Das ist natürlich der Haupteingang. Wann konnte man hier über die Berge rübergehen? Mittlerweile ist es auch hier ohne Probleme möglich oder man springt rüber. Aber kennt ihr auch den Weg? Einfach von hier rübergleiten. Das geht selbst, wenn das ein feindliches Gebiet ist. Einfach vom höchsten Punkt aus. Dann natürlich nach vorne drücken, damit das auch schafft, von der Geschwindigkeit her. Und ohne Probleme auf die Bretter. Und ihr seid im Lager. Tada, selbst wenn das ein feindliches Gebiet ist. Also leichter geht es nicht. Dass man von der Feste in Veloka reinkommt, ist natürlich bekannt. Aber man kommt auch in Anza rein, wenn es mal brennen sollte. Und das über einen Umweg, aber trotzdem ist es ganz einfach. Dazu müsst ihr einfach von der Feste zum Löwen gehen. Geht einfach hier oben hin. Das ist der leichteste Weg. Und gleitet rüber. Keine Sorge, ihr habt so eine schöne Höhe, dass ihr einfach ohne Probleme hier auf diesem Plateau landen könnt. Lauft einfach kurz das Stück hier hoch. Und könnt ganz einfach in den Turm reingleiten. Selbst wenn unten ein ganzer Zwerg steht. Fertig. Wenn Ogerwacht gerade angegriffen wird und ihr kommt nicht durch das Tor durch, weil vielleicht da ein Zwerg steht, könnt ihr auch reingleiten. Das ist gar nicht mehr so schwierig. Dafür müsst ihr nicht mal die Oger eingenommen haben. Ihr müsst einfach nur eine Linie lang fliegen. Wichtig ist nur, dass ihr nach dem Tor rübergleitet, weil davor ist eine unsichtbare Mauer. Da kommt er nicht rüber. So, und das war's auch schon. Einfach schön hier relaxed landen, ihr habt genügend Höhe und fertig, ihr habt nicht mal das Tor benutzt.